Viel trinken ist nicht nur gesund, sondern für den Sportler natürlich Pflicht. Und ein paar Tipps und Tricks habe ich jetzt für euch dazu. Organisiert eure Flüssigkeitszufuhr entsprechend nach euren körperlichen Belastungen und natürlich den Wetterverhältnissen. Damit erst gar keine Unterversorgung auftritt, stellt euch überall Getränke parat. Zum Beispiel hinter dem Beifahrersitz eine Kiste, immer griffbereit, wenn ihr mal im Verkehr steckt. Natürlich neben das Bett, damit ihr auch in der Nacht und morgens nach dem Aufstehen gleich etwas trinken könnt. Selbstverständlich aber am Training und beim Trainingsplatz organisiert über Freunde, Kollegen oder natürlich auch Betreuer oder das Trainerteam. Bevorzugt mineralstoffreiches Mineralwasser oder mineralstoffreiche Getränke. Beschäftigt euch mit der Auswahl eures Wassers, denn Wasser ist nicht gleich Wasser. Kaffee, generell wie viel überhaupt? Eine Frage, die immer wieder aufkommt. Das enthaltene Koffein im Kaffee kann anregend wirken und das Durchhaltevermögen bei sportlichen Übungen verlängern. Dazu ist aber ausreichend schon eine Tasse Kaffee, also kleine Mengen. Wichtig und viel wichtiger ist, dass der Kaffee auch eine tolle Qualität hat. Er sollte keine lange Standzeit haben und nicht zu heiß gebrüht sein. Das kann Sodbrennen oder Unwohlsein hervorrufen. Alkohol entwässert den Körper. Neben Flüssigkeiten werden auch wichtige Salze ausgeschieden. Es kann zu Dehydrierung kommen und das Risiko zu Krämpfen steigt. Alkohol stört den Schlafrhythmus und die Schlafqualität. Es werden viele Reparaturmechanismen des Körpers gestört, die automatisch ablaufen, wenn wir ruhen. Zudem verschlechtert er die Fähigkeit, Glykogen im Körper zu speichern. Glykogen stellt die gespeicherte Energie dar, die bei Ausdauersport und Anstrengung kurzfristig freigesetzt werden kann. Daher, Alkohol ist tabu. Viele Sportler greifen gerne auf isotonische Getränke zurück, wissen aber oft gar nicht, worum es sich dabei handelt. Ein isotonisches Getränk ist ein Sportlergetränk, bei dem das Verhältnis zwischen Nährstoffen und Flüssigkeit dem des menschlichen Blutes entspricht. Meist wird das durch Zugabe von Mineralstoffen und Kohlenhydraten zur Flüssigkeitsmenge erreicht. Zum Beispiel wäre Apfelschorle mit einer Prise Natursalz.